Wenn du gerade deine ersten Rechnungen schreibst, dann hast du vielleicht ein paar Fragen. Und es gibt ein paar Dinge, auf die du unbedingt achten solltest und die du unbedingt auffinden musst. Was das genau ist, zeige ich dir in diesem Video. Damit wir uns einmal gemeinsam anschauen können, wie eine rechtskonforme Rechnung aussehen sollte, nehme ich dich einmal mit auf meinen Bildschirm. Grundsätzlich stellt sich vielleicht die Frage, warum du eigentlich eine Rechnung nach gesetzlicher Vorgabe erstellen solltest. Der erste Grund liegt eigentlich auf der Hand, und zwar wird dein Kunde dich in der Regel erst dann bezahlen, wenn er eine richtige Rechnung vorliegen hat. Für deinen Kunden ist es wichtig, eine rechtskonforme Rechnung zu haben, weil er in seiner Umsatzsteuervoranmeldung den ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag als Vorsteuer geltend machen kann. Das kann er mit einer nicht korrekten Rechnung nicht machen. Wie das funktioniert mit dieser Umsatzsteuervoranmeldung, dazu habe ich auch ein separates Video aufgenommen, das findest du jetzt oben rechts verlinkt. Grundsätzlich ist das so, dass wenn du eine falsche Rechnung bekommst, darfst du immer eine Rechnungskorrektur anfordern und hast auch einen Rechtsanspruch auf eine korrigierte Rechnung. Was du nicht machen darfst, ist einfach eigenhändig die Rechnung, die du bekommen hast, zu korrigieren und dann in der Umsatzsteuervoranmeldung geltend zu machen. Aber schauen wir uns erstmal an, wie du deine Rechnungen schreibst. Vorab vielleicht noch einmal erwähnt, dass es zwar rechtliche Anforderungen und Vorschriften gibt, was du auf eine Rechnung schreiben sollst. Es gibt aber keine Vorschrift, mit welchem Tool oder mit welcher Software du eine Rechnung schreiben solltest. Das heißt, theoretisch wäre es auch in Ordnung, wenn du einfach ein Blatt Papier nimmst und mit einem Stift alle Rechnungsangaben auf dieses Blatt Papier schreibst und dann ist es auch eine ordnungsgemäße Rechnung. Kann ich dir natürlich im Alltag nicht empfehlen, das genau so zu machen, wäre aber rechtlich gesehen vollkommen in Ordnung. Wir sind hier in der Web-Oberfläche von Contest. Und man kann seit einiger Zeit über die Contest Web App auch Rechnungen schreiben. Und genau das schauen wir uns einmal an, um dann die einzelnen Rechnungspositionen, die auch auf jeder deiner Rechnungen enthalten sein sollten, gemeinsam anzuschauen. Und zwar schauen wir uns hier einmal die Rechnungen an, gehen auf Vorschau und diese Rechnung ist quasi schon gestellt. Und ja, wir fangen am besten einfach ganz oben an. Wichtig ist immer, dass deine Rechnung eine Nummer hat. Deine Rechnung braucht eine fortlaufende Nummer. Das heißt, fortlaufend musst nicht bei 1 anfangen. Du kannst auch bei 326 anfangen und dann ist die nächste Zahl dann halt 327, 328 und so weiter. Du kannst auch theoretisch Nummern und Zahlen in diese Rechnung reinbringen. Wichtig ist nur, dass diese Nummer fortlaufend ist. Und fortlaufend bedeutet, dass du keine Sprünge in der Mitte hast. Weil wenn du jetzt mit der Rechnungsnummer beispielsweise 1 anfangen würdest und dann kommt als nächstes die 5, dann kann das sein, dass das Finanzamt irgendwann in einer Prüfung sich die Rechnung anschaut und sich fragt so, wo sind denn die Rechnungen Nummer 2, 3 und 4? Da fehlen doch welche. Und dann unter Umständen fängt das Finanzamt an zu schätzen und schätzt dir quasi mehr Umsatz dazu und du musst mehr Steuern zahlen, obwohl es diese Rechnungen nie gegeben haben. Um das zu vermeiden, solltest du immer eine fortlaufende Rechnungsnummer verwenden. Außerdem solltest du auf deiner Rechnung natürlich deinen Kunden aufführen. Hier Hans Meier in der Neuen Straße 12 in 12345 Berlin in Deutschland. Wichtig ist hier, da passieren häufiger mal Fehler, die rechtlich korrekte Beschreibung deines Kunden aufführst. Wenn es Hans Meier ist, das heißt, wenn es ein Einzelunternehmen ist, dann ist Hans Meier die richtige Bezeichnung. Wenn es eine GmbH ist, muss hier wirklich der ganz absolut korrekte Name stehen deines Kunden. Und dein Kunde, wenn es die Hans Meier GmbH und Co. KG ist, dann darfst du da auch nichts rauslöschen, sondern dann muss da Hans Meier GmbH und Co. KG stehen. Außerdem muss dein Name und deine Adresse dastehen. Hier auf der rechten Seite Melchior Neumann, steuern@contest.com, die Telefonnummer, die ist jetzt nicht rechtlich vorgeschrieben und auch die E-Mail-Adresse nicht, aber die Adresse, das heißt die Kastanienallee 98b in 10435 Berlin in Deutschland. Das ist wichtig, dass du deine eigene Anschrift aufführst. Hier ist auch wichtig, insbesondere für die Einzelunternehmen, das sehe ich immer wieder, dass hier ein Unternehmensname ausgedacht wird. Das heißt, wenn du als Einzelunternehmen angemeldet und registriert bist, dann darfst du hier nicht Quick IT raufschreiben, also nicht deinen Unternehmensnamen, deinen Brandnamen, den darfst du gerne verwenden, den kannst du gerne zusätzlich auf deine Rechnung schreiben, aber als Einzelunternehmen, der nicht im Handelsregister eingetragen ist, heißt dein Unternehmen immer so, wie du heißt und das darfst du nicht weglassen. Außerdem musst du auf deine Rechnung entweder deine Steuernummer
oder deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer antragen. Ich habe hier in diesem Fall beide Nummern angegeben. Das ist nicht notwendig. Es reicht, wenn du eine dieser Nummern quasi auf deine Rechnung aufführst. Ich persönlich würde dir aus der Praxis immer empfehlen, dass du die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angibst, weil, und das habe ich schon mal in einem früheren Video erwähnt, das verlinke ich hier auch gerne noch einmal, dass die Steuernummer sowas ist wie das interne Aktenzeichen für dich beim Finanzamt. Und das sind vielleicht Informationen und Daten, die du nicht öffentlich zugänglich an alle deine Kunden schicken möchtest, welche Aktenzeichen du bei dem Finanzamt hast. Und um das zu vermeiden, kannst du immer die Umsatzsteueridentifikationsnummer nehmen. Mit dieser Umsatzsteueridentifikationsnummer ist es nicht möglich, Rückschlüsse auf dich zu ziehen oder Informationen beim Finanzamt abzufragen. Und deswegen empfehle ich immer, wenn du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer hast, wähle die, um sie auf Rechnung anzugeben. Außerdem, rechtliche Anforderung ist das Datum. Jede deiner Rechnung braucht ein Datum. Das ist jetzt keine große Überraschung, aber eine Rechnung ohne Datum ist ebenfalls nicht rechtsgültig. Außerdem solltest du natürlich aufführen, wofür du die Rechnung schreibst. In diesem Fall ist es Social Media Beratung für YouTube. Und zwar 25 Stunden mal 100 Euro mit dem Umsatzsteuersatz 19% ergibt dann einen Nettobetrag. Und hier sind gleich mehrere Angaben, die wichtig sind. Erstmal musst du die Position aufführen. Das heißt, wofür ist eigentlich diese Rechnung gestellt? Das Umsatzsteuergesetz spricht da von der handelsüblichen Bezeichnung in Art und Menge der gelieferten Gegenstände oder Umfang und Art der Dienstleistung. Das ist gegeben, wenn du hier beispielsweise Social Media Beratung für YouTube schreibst. Außerdem habe ich aufgeführt eine Reisekostenpauschale oder eine Weiterberechnung von Reisekosten. Bei der Weiterberechnung von Reisekosten kommt es übrigens immer wieder zu häufigen Fehlern, weil da häufig der falsche Umsatzsteuersatz gewählt wird. Dazu habe ich erst vor kurzem ein Video gedreht, das verlinke ich dir auch jetzt gerade einmal oben rechts. Schau dir das bitte einmal an, wenn du Weiterberechnungen von Reisekosten vornehmen willst. Außerdem solltest du die Nettobeträge auflisten, das ist hier passiert, einmal 2500 Euro und einmal 150 Euro und den darauf anzuwendenden Umsatzsteuersatz. Das steht hier auf jeder Position auch einzeln und zwar in diesem Fall 19%. Wir haben die Summe 2650 Euro netto plus die Umsatzsteuer und den Umsatzsteuerbetrag und eine Gesamtbruttorechnung. Das solltest du auch genauso ausdifferenziert darstellen und nicht einfach nur einen Bruttobetrag schreiben und dann drunter schreiben, dass das alle Steuern enthält oder 19% Umsatzsteuern enthält, da du immer die Netto-Rechnungssumme aufführen sollst, die Auftrennung nach Steuersätzen, den anzuwendenden Steuersatz sowie den Steuerbetrag. Das geht alles aus § 14 Umsatzsteuergesetz hervor, dass das auf jeder einzelnen Rechnung separat ausgewiesen werden muss. Außerdem, und das wird ganz häufig vergessen, sollte ein Leistungsdatum auf der Rechnung aufgeführt werden. Ein Leistungsdatum, da reicht in der Regel der Monat und es reicht in der Regel auch, wenn du einen Satz aufführst, wie ich hier ganz unten aufgeführt habe, Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum. Das reicht in der Regel. Was auch gut funktioniert ist, wenn du zum Beispiel eine Beratungsleistung hast oder eine Dienstleistung, dass du quasi in der Beschreibung der Dienstleistung den Monat schon aufnimmst. Ich könnte hier zum Beispiel als Position aufführen Social Media Beratung für YouTube im Juni 2021 und darüber schreibe ich dann eine Rechnung. Damit ist dann auch die rechtliche Anforderung des Leistungszeitraums zur Genüge erfüllt worden. Was du allerdings nicht vergessen solltest, auch wenn es keine rechtliche Pflicht dazu gibt, ist natürlich deine eigene Kontoverbindung. Das heißt, neben diesen Informationen solltest du auf jeden Fall noch deine eigene Kontoverbindung angeben. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen. Wenn noch weitere Fragen offen sind, dann schreib uns am besten unter diesem Video einen Kommentar oder schau einmal in die Videobeschreibung, da findest du nämlich einen Link, wo du ein kostenloses Beratungsgespräch buchen kannst und dann lass uns einfach mal persönlich sprechen. Außerdem solltest du unbedingt den Kanal abonnieren, das kannst du hier machen oder wir haben noch weitere Videos aufgenommen, die findest du zum Beispiel hier oder hier.